So, wir sind ja weiter unterwegs in der Artist Alley oder Comic Alley. Das verschwindet so ein bisschen ineinander. Und ich habe jetzt einen jungen Mann getroffen, der sein eigenes Projekt vorstellen möchte. Hallo, wer bist du? Ja, hallo, ich bin Hock und ich habe eine neue Comic-Serie auf dem Markt, die heißt Touch. Offiziell erscheint sie erst im Juni, aber die ersten gedruckten Ausgaben haben wir jetzt schon mal auf der Con dabei. Super geil, ich konnte einen ersten Blick riskieren, du hast mir schon auch ein paar Sachen erzählen können. Also du bist jetzt erstmal Comic-Autor und Zeichner in Personalunion, das haben wir richtig verstanden, ne? Genau, also ich bin der Autor und ich mache auch die Bleistiftzeichnungen und habe dann ein Team von Helfern, die teilweise auch schon für Marvel, DC und Senscope gearbeitet haben, die mir helfen beim Tuschen und beim Kolorieren, einfach damit das zeitlich neben meinem normalen Job, den ich leider noch machen muss, überhaupt irgendwie realisierbar ist. Also es ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt, das merkt man schon mal. Und du hast mir auch vorher vorgestellt, dein Projekt Touch, das kann man auch erwerben in Heftform. Da hast du zwei Versionen. Was ist das? Wo ist der Unterschied in diesen Versionen? Genau, also die Idee von Touch ist eigentlich, dass es mir als Macher egal sein soll, wie du das Comic beziehst. Jetzt, deswegen haben wir eine Online-Version und eine gedruckte. Jetzt ist es so, wenn die gedruckte über Amazon verkauft wird, über den Buchhandel verkauft wird etc., wird sie automatisch etwas teurer. Deswegen gibt es zusätzlich zu dieser normalen Version noch die Community Edition. Das haben wir über Kickstarter vorfinanziert. Da hatte ich ganz viele Helfer, die mir da vorab schon ein bisschen Geld gegeben haben. Und die Namen dieser Helfer findet man jetzt auf dem Cover der Community Edition. Und da weiß man, wem man zu danken hat, dass man sie etwas günstiger bekommt. Also hast du versucht, das über auch vielleicht einen Indie-Verlag in Deutschland zum Beispiel zu veröffentlichen? Ist ja wohl auch irgendwas geschehen. Da gibt es wohl auch zwischen auch eine andere Version. Wie lief das mit dem Kontakt mit den Verlagen? Also ich war im letzten Jahr in Stuttgart auf der Comic-Con, habe da mich ein bisschen umgeguckt, Klinken geputzt im Endeffekt mit einem Vorabdruck. Es ist ein bisschen schwierig für so ein Heft einen Verlag zu finden, weil zum einen Heft, regelmäßige Serie, die meisten deutschen Verlage mögen doch eher Alben, dann noch ein Unbekannter, der bisher nichts veröffentlicht hat. Große Hilfe habe ich bekommen vom Sebastian Schwarzbold vom The Next Art Verlag, in dem jetzt auch die deutsche Version erscheint. Also diese deutsche Handelsversion kann man bei Next Art im Shop beziehen, hat ein Next Art Logo drauf, eine ISBN-Nummer von denen, man kriegt sie in jedem Buchhandel und das alles war nur möglich, weil die mich dort unterstützt haben. Wie lange zeichnest du schon? Wie machst du schon? Ich blätter hier gerade so durch und das macht einen sehr guten, sehr professionellen Eindruck. Wie lange bist du denn schon mit dem Thema Comic, mit dem Medium Comic eigentlich schon beschäftigt? Ich glaube, ich war 3 oder 4. Meine Eltern hatten Lebensmittelgeschäft und da gab es so eine kleine Zeitungsecke. Ja? Und da lagen noch damals diese unsäglichen Condor-Taschenbücher, von denen ich mich nicht losreißen konnte. Und Yps und Mickey Mouse. Und habe damals eigentlich schon angefangen, Sequential Art zu kritzeln. Also wirklich Panels, die irgendwie zusammenhingen. Auch wenn ich noch gar keinen Text dazu schreiben konnte. Dann kam... Ich habe auch mal einen ernsthaften Versuch gemacht, so mit 18, 19 für einen der größeren Verlage zu arbeiten, hat aber nicht geklappt. Und da kam irgendwann das echte Leben dazwischen. Ich habe 10 Jahre aufgehört und jetzt bin ich seit 6 Jahren wieder dran und seit 6 Jahren daran, das richtige Projekt zu finden und aufzubauen. Und ich habe das Gefühl, Touch ist das richtige Projekt. Toi, toi, toi. Ja, wir haben jetzt verschiedene Interviews, auch schon schriftliche Interviews geführt. Demnächst werden wir eins mit dem Dante Verlag führen oder Dantes Verlag. Der junge Mann macht den kompletten Verlag auch komplett alleine. Und das ist immer so ein bisschen Kämpfen gegen Windmühlen. Er wird sich halt mit Reprints von ehemaligen Auflagen, die es nicht mehr so zu kaufen gibt, von anderen Verlagen, da hat er sich die Lizenzrechte gekauft. Und was man jetzt auch vermehrt merkt, zum Beispiel auch die Jungs von Plamplam Productions, die hier um die Ecke sitzen, dass Hefte vor allem auf Messen und so Conventions ganz gut laufen. Es ist ein Eindruck, den du bestätigen kannst, dass man da als Gast, der vielleicht also nicht so den direkten Zugang zu Comics noch nicht hat, eher mal so ein Heftchen mitnimmt, als jetzt einen ganzen Trade? Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach eine andere Einstiegshürde, wenn die Hefte etwas günstiger sind. Die Herausforderung für den Künstler ist jetzt natürlich, dass es trotzdem noch eine in sich geschlossene, kompakte, aber lesenswerte Story gibt. Das ist auf 22, 28 Seiten natürlich deutlich schwerer. Aber ich glaube schon, dass sowohl das als auch das Webcomic die richtigen Medien sind, um neue Leser zu gewinnen. Deswegen mag ich auch das Konzept der Comic-Con so, weil hier kommen halt nicht nur wie auf eine Buchmesse Leser oder nach Erlangen Comic-Leser, sondern hier kommen auch Leute hin, die sich einfach nur für Cosplay interessieren oder die den DeLorean sehen wollen, der da hinten steht. Und wenn von 100, die da vorbeiläuft, irgendeiner von uns einen zu einem Comic-Leser erzieht, dann hat die ganze Branche was davon.
Ja. Dann vielleicht nochmal, um ein Thema mal kurz anzuschneiden. Es ist vor 2 Wochen, sind so ein bisschen Internas von Marvel rausgerutscht. Da ging es um die Frage, welchen Stellenwert der Zeichner innerhalb eines Comics hat, gerade im Verhältnis zum Autor. Dass Comic-Fans dem Grunde nach wohl eher Arbeiten nach Autoren sortieren und vor allem auch kaufen würden und der Zeichner, wenn überhaupt, nur eine zweitrangige Rolle spielt. Jetzt bist du ja beides in Personalunion. Wie würdest du beides gewichten für den Comic und vielleicht auch jetzt für dein Projekt Touch? Ich habe mal einen Ausspruch gehört, ich weiß nicht genau von wem, ich glaube es war Terry Moore, der gesagt hat, die Grafik verkauft den ersten Comic, die Story verkauft den zweiten. Ja. Ich glaube schon, dass eine gute Grafik wichtig ist, um überhaupt mal jemanden anzuziehen. Ich glaube, dass das auch ein Problem vieler deutscher Eigenproduktionen ist, gerade die in größeren Verlagen erscheinen. Die Aufgabe eines Zeichners ist halt etwas anders als die eines Autors. Der Autor erzählt dir seine Fantasie und der Zeichner muss dafür sorgen, dass das in einer Art und Weise passiert, dass du nicht wahrnimmst, dass du gerade einen Comic liest. Ja, die Aufgabe sowohl von Autor als auch von Zeichner ist es, dich auf der ersten Seite einzusaugen, dafür zu sorgen, dass du eine gute Zeit hast, nicht auf der letzten Seite wieder auszuspucken. Und wenn du keine Erinnerung daran hast, was zwischendurch passiert ist, haben die ihren Job super gemacht. Deswegen wundert es mich nicht, wenn bei Marvel und DC die Diskussion aufkommt und der Zeichner weniger gewertet wird, weil er dem normalen Leser nicht auffällt, wenn er seine Arbeit richtig, richtig gut macht. Ich habe auf meiner Homepage eine sehr interessante Geschichte. Ich habe für Touch mir ja professionelle Hilfe gesucht bei Tuschern und bei Koloristen und habe da mit jeweils 5, 6 Leuten Tests gemacht. Dieselben Bleistiftzeichnungen von anderen Tuschern geinkt. Sollte man sich mal anschauen, es ist unfassbar, was für einen Unterschied das macht. Und ich glaube, damit ist auch die Diskussion, pausen die nur durch oder macht der Zeichner einen Unterschied, auch gerade wenn es um Vorzeichnungen geht. Ich glaube, wenn man das mal gesehen hat, kann man die Diskussion begraben. Ich glaube, wie gesagt, es liegt einfach daran, dass wenn der seine Arbeit gut macht, das nicht auffällt. Das kann man also alles auf deiner Internetseite finden, hast du uns gesagt. Wie lautet denn die URL dieser Internetseite und wo kann man dich generell im Internet oder sonst wo finden, wenn man mal Kontakt aufnehmen möchte und sich Touch vielleicht auch mal anschauen möchte? Also die Online-Version von Touch, auch mit einer Leseprobe, gibt es auf meiner Internetseite, hock-comics.com, H-O-K vorne. Und ansonsten bin ich auch unter Hock Comics auf Twitter und auf Facebook. Achtung, da poste ich in Englisch. Es gibt allerdings auch einen deutschen Account, hockcomics-de. Dann vielen Dank für deine Zeit.